Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kölner. Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte es nicht spannend machen, aber mir ist es ein Bedürfnis, auch zur späten Stunde auch noch mal ein großes Danke auszusprechen. Die Feuerwehren sind mehr als nur eine Sicherheitseinrichtung. Und viele von euch Kollegen haben es bereits angesprochen. Kollege Weidinger, ich gebe dir recht, hier geht es nicht um parteipolitisches Kalkül. Hier geht es bei den Feuerwehren um Gemeinschaft, hier geht es um Zusammenhalt und hier geht es um Kameradschaft. Bei den Feuerwehren wird soziales Miteinander wirklich gelebt und ich möchte an dieser Stelle einfach ein großes Danke sagen. Als Bürgermeister meiner Heimatgemeinde Ilmitz sehe ich tagtäglich, wie viel Zeit investiert wird. Ich sehe, was es bedeutet, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein. Und bei den Feuerwehren wird auch ein großer Wert und viel Stellenwert auf den Nachwuchs gelegt, dass wieder etwas nachkommt, dass auch in Zukunft für Sicherheit gesorgt wird. Und da kann man nicht oft genug Danke sagen. Danke auch deshalb, weil die Feuerwehrleute, bin gleich fertig, weil die Feuerwehrleute in ihrer Freizeit unentgeltlich für uns da sind. Und der Kollege Lercher hat es treffend gesagt, dorthin gehen, wo wir nicht hingehen. Daher ist es ganz klar, dieser gemeinsame Beschluss ist für euch da draußen mehr Geld für euch. Wir sind stolz auf euch. Herzlichen Dank.